Viel Raum, riesen Preisvorteil. Für kleine und große Familientouren. Der Ford Tourneo Courier und der Ford Tourneo Connect. Jetzt bei Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute wollen wir uns mal dem Künstlerhaus widmen. Und da ist die Präsidentin Maja Grassinger. Schön, dass Sie uns da mal heute reinschauen lassen, Frau Grassinger. Ich freue mich sehr, dass Sie reinschauen wollen und öffne gerne alle Türen. Super. Wenn man jetzt, ich sage mal, wenn sich Münchner treffen wollen, hier in dieser Straße, an dieser Ecke, dann wird oft gesagt, lass uns da treffen, wo das ehemalige Mövenpick war. Immer noch. Ja. Immer noch, ne? Immer noch. Und keiner, also nicht keiner, aber wenige sagen Künstlerhaus. Ja. Woran liegt das? Weil es früher nie Künstlerhaus heißt. Das heißt es erst seit 2 Jahren. Das habe ich mal über Nacht sozusagen dorthin gebracht, wie ein Gastronomenwechsel war. Weil natürlich dort immer dick 30 Jahre lang Mövenpick stand. Und jetzt steht eben Künstlerhaus dort. Und ich hoffe, das hilft. Denn Künstlerhaus heißt es ja schon über 100 Jahre. Natürlich. Aber der kulturelle Teil findet im Haupthaus, was dahinter versteckt ist, statt. Mhm. Und vielleicht ist es das. Und man muss zu bestimmten Dingen erstmal in das Haus geladen werden, um sich da hineinzutrauen. Es hatte mal einen elitären Ruf früher gehabt und den werden wir nicht so ganz los. Das ist interessant. Ich glaube, dadurch ist dieses Künstlerhaus überhaupt entstanden in Ende des 19. Jahrhunderts, weil man das Bürgertum und die wohlhabenden Brauer, die wollte man hier mit Künstlern zusammenbringen. Richtig, das war, so das war wirklich die Grundidee und sie wurde vertieft. Hier gegenüber ist ja der alte Botanische Garten und da stand der Glaspalast 1850. Mhm. Und da kamen europäische Künstler nach München und der König hat ja ganz gezielt die Künstler nach München geholt. Und damit ist eben auch der Wunschtraum entstanden von den Künstlern, ein repräsentatives, rein zum gesellschaftlichen Zweck dienendes Haus zu bauen. Das hat viele Jahrzehnte gedauert und ist dann exakt 1900 fertig geworden, weil Franz von Lenbach dann noch mal richtig die letzten Jahre angeschoben hat und das durchgezogen hat mit seinen Freunden. Aber es war eigentlich Prinz Ludwig, der gesagt hat, er möchte dieses Lenbach-Haus bauen. Nein, das waren die Künstler selber. Das waren die Künstler selber, die ihn aber sozusagen dann dazu bewegt haben, das umzusetzen. Nein, die haben das selber zusammengesammelt, das Geld. Aha. Und von der Stadt haben sie ein Stück Erde bekommen, vom Grundstück ein Teil von der Stadt, aber das war eigentlich alles, was die Stadt, das ist wirklich gesammelt worden von den Künstlern in großzügigster Weise. Und die haben auch zuerst keinen wirklichen Verein gegründet. Es hieß immer der Künstlerhausverein, aber er bestand noch gar nicht. Erst 1911, wie das Haus schon lange geführt wurde, ist er dann wirklich als Verein eingetragen worden. Aha. Es war immer die Künstlergenossenschaft, die da vorgestellt wurde, um eine Vereinigung zu benennen, die die ganzen Dinge durchführen konnte. Aber Sie haben es eben schon am Anfang gesagt, es hat einen elitären Touch, dieses Künstlerhaus. Genau. Damals unbedingt zumindest gehabt, nicht? Ja, richtig. Hat es wirklich gehabt, weil sie haben wirklich nur ihre Kreise, eben das Großbürgertum und natürlich ihre Mäzene, das brauchten die Künstler auch, hier ins Haus geholt zu den auch teilweise großen Münchner Künstlerfesten. Und was haben die dann? Ja gut, große Künstlerfeste, Maskenbälle, was haben die noch hier veranstaltet? Ich meine, das sind ja riesige Räumlichkeiten, die sie hier zur Verfügung haben. Aber es war wirklich zum größten Teil gesellschaftlicher Ursprungs, das Treffen hier. Und natürlich haben sie auch vorzügliche Konzerte. Der Festsaal hat eine traumhafte Akustik und auch das wurde damals schon gemacht. Aber es war wirklich das Gesellige und man kann schon sagen, elitäre Zusammensein hier in dem Hause. Nennen wir mal ein paar Künstler aus der damaligen Zeit. Kaulbach, oder? Ja, es ist Seidel. Gabriel von Seidel, der auch der Architekt unseres Hauses ist. Ja. Es ist Franz von Stuck gewesen. Der durch die Stuck an den Wänden bekannt geworden ist, oder? Ist das der?
der die Stuck, von dem heute noch die Stuckvilla gibt. Von die Stuckvilla gibt, die Seidel-Stiftung gibt. Ja, genau. Also das waren schon bedeutende Namen, die auch heute mindestens einen Straßennamen in München haben. Aber mindestens, mindestens. Ja. Und die Künstler kamen auch alle aus einem Kreis, zum großen Teil der Künstlergesellschaft Allotria, die sich 1873 gebildet hatte. Und die war früher hier das, an der Stadtmauer in dem Lindenhaus und haben das geräumt. Dann wurde die Stadtmauer abgerissen. Unter uns fließt noch heute der Stadtbach, der davor gelagert war. Aha, aha. Und deswegen dort damals war auch dieses tolle Hotel, wie es Leinfeldner, Nobelhotel, das also eben auch zu die Geselligkeit gleich mit unterstützt hat. Dann um die Geschichte noch ein bisschen fortzuführen, dann wurde ja dieses Haus von den Nazis quasi übernommen. Nicht? Die haben ja dann sich hier breit gemacht. Ja. Und wann wurde es zerstört? Ich glaube 44 oder 44. So? 44. Es ist ja eben sehr spät. Ja. Es ist eben zerstört worden. Was standen da noch? Ich meine, das sieht alles eigentlich alt noch aus, also gerade so die Eingänge. Auch, manche Dinge sind eben wirklich erhalten geblieben. Ja. Gar nicht berührt worden ist das, oder wenig, das Foyer. Aha. Und vorne im Restaurant das sogenannte venezianische Zimmer, was heute noch im Original da ist und auch eben unter Denkmalschutz natürlich steht. Und dort waren, das, der Teil war ein bisschen erhalten. Und da haben die Amerikaner ihr Offizierscasino darin groß werden lassen. Und ich glaube, die wollten gar nicht so gerne raus. Das ist erst in den 50er Jahren, das ist dann an die Stadt München übergeben 61 worden. 61 ist das Haus wieder aufgebaut worden. 61 also, ist aufgebaut worden. Ja, ja. Also es hat lang gedauert. Und das war dann noch der alte OB Vogel, nicht? Der ist dann genau, wieder eingeweiht. Der hat es wieder eröffnet. Der hat es wieder eröffnet. Ja, genau. Und ist bis heute ein dem Haus verbundener, wirklich uns ein großer Mentor und ganz liebenswerter Mensch. So, und dann sind irgendwann Sie aufs Trapez gekommen. Nein, das war ganz schlimm. Erst mal 30 Jahre verfiel das Haus in einen Winterschlaf, hat mein Mann immer gesagt. Ja. Weil die haben 61 aufgebaut. Wirklich einige Jahre beste Kultur betrieben, aber als Künstler vergessen, ihre Bauschulden zu bezahlen. Und dann hat ein Freund ihnen einen Vertrag angeboten, der war auch für die 30 Jahre gut, der hatte das dann ganz in die Hand genommen. Es fand überhaupt keine Kunst mehr statt in dem Sinne, sondern es wurde eben Gastronomie betrieben und auch das ganze Haupthaus wurde eben von Mövenpick übernommen. Und, der Bayerische Hof, dem gehörte das ja auch mal. Ne? Das also, ist, genau. Ja. Der hatte das eben übernommen, diesen Vertrag, der kam über den Bayerischen Hof. Und hatte aber natürlich zum Schluss eine Klausel, die da hieß, dass wir ein Drittel des dannigen Werts des Hauses abgelten müssen, um das der Verein wieder haben kann. Mhm. Und das hat natürlich alle gescheucht, da überhaupt wieder einzutreten vom Verein. Der Verein hat sich trotz Hitler nicht aufgelöst, hat sich wiedergefunden. Dadurch bestand überhaupt auch das Recht, das Haus wieder aufzubauen. Mhm. Und, aber da, diese Sache wollte nicht so gerne jemand übernehmen. Mein Mann wurde gerade zu der Zeit vom BR pensioniert und ist immer eine Runde älter als ich und hat mich gefragt, ob ich ihm nicht helfen würde, denn die Millionen Schulden, die wir da übernehmen mussten, waren so hoch, dass wir einfach gesagt haben, wenn es daneben geht, dann ist es vielleicht noch eine Million mehr, aber wir probieren es. Also sind Sie persönlich hier in Vorleistung gegangen? Nein, nicht persönlich, Gottes Willen. Wir besitzen leider keine Million, wirklich nicht. Ja. Sondern wir mussten das natürlich, da gab es einen Freundeskreis noch aus dem Künstlerhaus. Haben Sie dann das Geld gesammelt? Nein. Das zahlen wir heute noch ab. Zahlen Sie noch ab? Nein, das sind also wirklich... Ein Bankkredit? 8 Millionen DM damals gewesen, heute 4 und haben Bankkredit bekommen. Aha. Ja, jetzt muss man das natürlich mit Leben füllen, so ein Künstlerhaus. Nicht? So ist das. Da haben sich ja die Zeiten jetzt auch gewandelt. Da ist ja sozusagen der Anspruch an die Kunst ist ja jetzt auch ein anderer geworden und zum Glück ist Kunst jetzt auch etwas für die breitere Öffentlichkeit geworden. Wie verbinden Sie das jetzt? Also mit dem alten Anspruch, dass es also das Elitäre hier war
Und jetzt, wie öffnen, wollen Sie das überhaupt? Wollen Sie das hier öffnen für alle ganz, Menschen? Das ist also wirklich das große Ziel, was wir haben und das, was wir wirklich die ganze Zeit anstreben. Hier an unserem Eingang ist Nobis et Amicis, unseren Freunden. Das versuchen wir weiterhin hochzuhalten und es wirklich einen Freundeskreis zu bilden, der das Haus schätzt. Aber wir öffnen es auch in allen Sparten. Das ist auch ein besonderes Anliegen auch von mir. Ist nicht, was mir immer wieder geraten wird, da musst du dich spezialisieren und du darfst nur das und das. Nein, wir möchten gern alle Kunstarten im Hause haben. Haben Sie natürlich riesige Konkurrenz hier in München. Das alleine ist, die Pinakotheken, Lehmbachhaus. Ja. Wir wollen ja kein Museum werden. Das gar nicht. Wir haben natürlich Schätze, die museumsreif sind. Haus der Kunst. Wir werden ja oft vertauscht. Vom Namen her ergibt sich da eine Assoziation. Mhm. Nein, aber wirklich, wir versuchen es wirklich in Konzerten und Jazzkonzerten. Aber um das zu machen, muss ich noch mal vorausschicken, bedeutet ja, dass man Kunst kostet erstmal. Und wir haben uns noch nicht so durchgeboxt, dass wir davon leben können. Ganz im Gegenteil. Wir haben erstmal wieder angefangen, die Räumlichkeiten zu vermieten und da einen Kundenkreis zu bilden, damit wir überhaupt existieren können. Also das ist unser Hauptanliegen zuerst gewesen. Sie vermieten die Räume an Hochzeiten, an irgendwelche Geburtstage, Events? Kongresse, Vorträge. Deshalb ist es natürlich auch für den Außenstehenden erstmal nicht so klar, was ist das Künstlerhaus überhaupt. Richtig. Also Sie haben natürlich jetzt hier eine tolle Ausstellung mit 100 Wasser, aber im Grunde genommen erwartet das eigentlich der Münchner hier gar nicht. Das ist unsere Krux, wenn man das so sagen darf. Mhm. Weil wir auch ganz langsam, in den letzten 2 Jahren, habe ich jetzt ganz bewusst versucht, in eine Regelmäßigkeit zu kommen, unsere Angebote. Und das ist eben, man musste jedes kleinen Vortrag, jedes Konzert musste man erneut eben promoten. Und das schaffen sie einfach gar nicht. Mhm. Und jetzt versuche ich das mit einer Jazzreihe einmal im Monat, mit einem Künstlerhauskonzert einmal im Monat, mit der sogenannten Brettelbühne einmal im Monat. Und das gelingt mir aber erst seit 2 Jahren. Ja, aber es ist eben sehr, sehr weit gefächert, Ihr Angebot. Ja. Und ich verstehe diejenigen, die Ihnen sagen, konzentrieren Sie sich mehr auf ein oder zwei Themen, ne? Weil man es dann schneller begreift als Außenstehender. Mhm. Müssen wir uns die 100-Wasser-Ausstellung angucken. Mhm. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich meine, wer entscheidet dann hier, welche Ausstellung zu Ihnen ins Künstlerhaus kommt? Also wir haben 2001 den Künstlerhausverein in eine Stiftung gewandelt, weil wir ja das Haus als Kapital sozusagen haben. Um Spenden zu bitten und einem Verein, das sind es mal 100 Euro hier und mal 500 Euro dort, aber um eben wirklich Bewegung hineinzubekommen, haben wir gedacht, ist das mit einer Stiftung einfacher. Sie haben ja ein tolles Kuratorium. Also wenn man sich anguckt, von Berger über Bedford Storm, Marx. Also Sie haben auf jeden Fall den göttlichen Beistand haben genau, Sie. Genau, das brauchen wir. Haben wir. Aber Sie haben auch Anwälte, berühmte. Inwieweit ist da so die Unterstützung? Was können die tun für Sie, damit es hier weitergeht? Naja, es ist natürlich im Kuratorium wirklich so, dass das alles so Namen sind, die so beschäftigt sind, dass wir uns immer sehr freuen, wenn sie einmal im Jahr zum Kuratoriumstreff kommen. Und wenn ich dann eine Bitte habe, dass ich zum Beispiel, ich muss mir jetzt mal schnell was über ein Beispiel überlegen. Wir hatten voriges Jahr europäische Lithografietage und da habe ich nach Möglichkeiten der Ausstellungen gesucht. Und da hier in der Karmeliterkirche ist ein wunderschöner Raum, der eigentlich nicht vermietet wird. Und da habe ich natürlich durch unser Kuratorium-Mitglied die Möglichkeit bekommen, habe ich eben darum gebeten, ob er da eine Ausnahme machen kann. Und das wurde da, auch. Da hilft das. Das sind Dinge, wo ein Kuratorium Ihnen helfen kann. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Gerne. Bitte, also jetzt können wir da mal uns Bilder anschauen. Orient und Okzident. Das ist natürlich
die meisten unserer Zuschauer sind natürlich gebildet genug zu wissen, was das ist. Aber Orient wissen wir, das ist der Orient, das ist der Osten, Asien. Osten und Westen. Und Okzident ist halt Westeuropa. Ne? Das ist so damit gemeint. Und jetzt müssen Sie mir helfen, der eine heißt Hundertwasser, das kann ich. Friedensreich Hundertwasser heißt der eine. Aha. Und solche Hasegawa. Hasegawa. Das ist der japanische Künstler, die wir eben gegenübergestellt haben in dieser Ausstellung. Deswegen eben auch, um beide Kulturen zu zeigen und zu sagen, wie jeder dieser Künstler die Kulturen des anderen Kontinents aufgenommen hat. Also die beiden haben ja viel gemeinsam. Die sind ja schon mal fast im gleichen Jahr geboren. Ich glaube, der Hundertwasser ist ein Jahr älter. Oder so. Noch nicht mal ein ganzes Jahr. Der Hundertwasser ist im Dezember und im September des darauf folgenden Jahres Hasegawa. Der wird 1928 und 1929, genau. Da sind die beiden also geboren. Und wenn wir uns mal den Lebensweg der beiden angucken, dann ist der so ein bisschen, das überschneidet sich so. Der eine geht nach Osten, der andere geht nach Westen. Ne? Und es überschneidet sich im gleichen Jahr. Aha. Und natürlich fragt immer jeder, wie haben die sich begegnet? Ist dadurch das entstanden? Nein, das hatten beide konkret schon vor. Auch der japanische junge Künstler, was dort bewundernswert ist, dass er das aus sich heraus geschaffen hat und sich ganz konkret vorgenommen hat, nach Europa auszuwandern und die Druckgrafik zu erlernen. Ich finde, man kann sie sehr einfach unterscheiden. Der Hundertwasser ist sehr viel kräftiger in den Farben und der Hasegawa ist mehr so weich. Zart und transparent. Ja. Ja. Mhm. Das ist ganz sicher so. Aber das sehr markant ist eben die Farbigkeit von Hundertwasser. Aber die hat er ausgerechnet in Japan bei den Holzschnittkünstlern erlernt. Mhm. Deswegen ist er in Japan geblieben und hat dort die Chance gehabt, noch die alten Künstler, die das beherrscht haben, worüber ihn heute jeder beneiden würde, die ihm das auch weitergegeben haben. Mhm. Auch das war eine besondere Ausnahme. Der Hasegawa, der ist ja noch ganz kurz bevor er nach Europa gekommen ist, in eine Ausstellung in Japan gegangen von Hundertwasser, nicht? Richtig, haben sie sich getroffen. Da haben sie sich getroffen und ich meine, man will dem ja jetzt nichts Böses, aber ich glaube, in der Kunst ist es auch erlaubt, sich irgendwie Vorbilder zu nehmen. Ich würde sagen, der Japaner hat sich den Österreicher zum Vorbild genommen. Würden Sie das? Nein, das würde ich richtig mit Nein beantworten, okay. Soweit ich das wissen könnte, gar nicht. Also wenn Sie jetzt gesagt hätten, der Japaner hat sich Klee zum Vorbild genommen, weil das sieht man irgendwie, spürt man drin, dann würde ich das bejahen. Aber Hundertwasser gar nicht. Also er hat ihm natürlich imponiert, weil sie haben sich wirklich auf der großen Ausstellung in Tokio kennengelernt. Mhm. Und es gibt eine ganz nette Anekdote, aber ich weiß nicht, ob das jetzt soweit passt. Ja, aber gut, aber die haben sich kennengelernt und er hat die Ausstellung gesehen. Aber Sie meinen, als er dann nach Paris gegangen ist, hat sich Hasegawa ganz anders orientiert. Ja, der hat schon damals gewusst und hatte schon das Geld gespart mit seiner ganz jungen Frau, die auch Künstlerin und gezielt daraufhin wirklich hingearbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes haben, um überhaupt die Ausreise bezahlen, aber den One-Way-Ticket zu kaufen. Genau, der wollte gar nicht mehr zurück nach Japan. Nein, das hatte er, nein. Und der Hundertwasser hat sich eine japanische Frau mit nach Europa gebracht. Dann, richtig, ne? Ja. 4 Jahre war er mit ihr verheiratet und war eben mit ihr dann weltweit erstmal unterwegs. Mhm. Ab da ist er ja wirklich sehr viel unterwegs gewesen. Und wenn Sie hier nach links schauen, dann sehen Sie schon, wo er die erste Reise ihn hingeführt hat, nämlich nach Russland. Und seitdem sind diese zwiebelförmigen Kuppeln bei ihm sehr häufig zu sehen. Ja, Mobilität war für Hundertwasser was ganz Entscheidendes. Ganz ist, ne? Entscheidend. Der ganz ist auch richtig. Bis nach, ich glaube, Neuseeland gesegelt, genau, sogar. Genau, er hat sich ja da ein Boot selbst hergerichtet. Regentag hat er es genannt und damit ist er wirklich, also es ist zu bewundern, auch von der Technik her. Er hat das selbst wieder hergerichtet, natürlich mit Hilfe, aber doch von seinem Können her und seiner Überlegung, seinem Wissen und ist damit also wirklich
auf Reisen gegangen. Also jetzt frage ich mich, wo haben Sie diese ganzen Bilder eigentlich her? Denn die müssen ja irgendwo dann auch woanders zu sehen sein, wenn sie nicht hier im Künstlerhaus zu sehen. Die sind sehr wohl woanders zu sehen, waren auch schon woanders zu sehen. Und ich hatte das große Glück, erstmalig voriges Jahr, das war, also wir sind ja kein Museum, das ist also passiert nur in der Sommerzeit, sozusagen als Sommerkabinett, wenn Sie das so möchten, weil wir wollen auch kein und werden nie ein Museum, sondern das ist wirklich in der Sommerzeit als besondere Attraktion im Haus, hatte ich das Glück, einen Herrn kennenzulernen, der Dalí-Schätze hat. Und wir haben voriges Jahr das mit der Dalí-Ausstellung das erste Mal gemacht. Und das hat großen Anklang gefunden. Und das hat mich ermutigt, mit ihm die nächste Ausstellung. Es ist auch alles aus seinem Besitz. Der besitzt das alles? Ja, er besitzt das. Sowohl den Japaner wie auch den Österreicher. Und ich glaube, können Sie schätzen, was das wert ist? Ja, was denken Sie? Ich kann es überhaupt nicht, ich habe keine Idee. Also ich würde die Ausstellung, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Es sind unterschiedlich, die Hundertwassersachen, er hat ja ganz bewusst die Drucke so gemacht, dass man die für 100 Euro D-Mark kaufen konnte. Aha. Also heute haben sie natürlich einen ganz anderen Wert als damals. Ja? Ja. Inzwischen haben sie auch Wert. Aber das, naja, das ist schon, mit den Millionen müssen sie sich schon ansetzen. Viele Millionen? Na, viele nicht. Nee. Eine Million? Mehrere Millionen? Ja. Das ist nicht so gut. Aber das ist, glaube ich, auch, ich meine, das Haus der Kunst macht es ja eigentlich genauso. Natürlich in einem sehr viel größeren Stil, aber das ist ja eben auch kein Museum, sondern da werden ja auch immer neue Ausstellungen präsentiert. Ja. Und deshalb verwechselt man sie vielleicht auch das eine oder andere Mal mit dem Haus der Kunst. Nee, das ist einfach, glaube ich, Adressenverwechslung. Und wir werden auch sehr oft mit der Städtischen Galerie verwechselt, also der Lehmbach-Galerie, weil hier der Lehmbach-Platz ist. Aber das ist wirklich, hat mit dem Inhalt nichts zu tun. Ja. Wir haben uns letztes Jahr sehr gefreut, wie die Lehmbach-Galerie gesagt hat, sonst müssen wir immer erklären, wo die Lehmbach-Galerie ist. Und da war es durch den guten Dalí-Besuch was einmal andersrum. Das hat uns natürlich gefreut. Ja, das glaube ich. Das glaub ich. Also Sie machen einmal diese Ausstellung, dann ist ja auch eine ganz große Geschichte hier, sind die Lithografien. Nicht? Hier werden auch Lithografien hergestellt Jawohl. Bei Ihnen. Und deswegen ist es für uns besonders schön, viel Druckgrafik zu zeigen. Ja. Und wir haben ja auch gar nicht große Räume, die wir dafür verwenden können. Und die Ausstellung endet auch in der Lithografiewerkstatt. Dann gehen wir doch da mal hin. Gerne. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Viel Raum, Riesenpreisvorteil für kleine und große Familientouren. Der Ford Tourneo Courier und der Ford Tourneo Connect. Jetzt bei Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Durch diese Plakate ist 100 Wasser natürlich auch immer sehr bekannt geworden, nicht? Die Richtig. Kennt man von Ihnen. Sehr markant und ich glaube, die sind einfach wirklich, damit hat man ihn überall erkannt und gesehen. Also es ist sehr, sehr typisch für ihn. Da ist er auch, ich sage mal, in seiner Generation auch für die jungen Leute sehr attraktiv durchgeworden, ja. durch diese Plakate. Ja. Ne? Ja, und sie sind eben auch sehr, fast dekorativ, was man ihm ja ein bisschen vorwirft, auch, dass er zu dekorativ ist. Mhm. Das verneint er auch, hat er gar nicht verneint, aber er hat das also schon bewusst eingesetzt. Mhm. Also jetzt sind wir hier in einem am zweiten Teil Ihres Hauses, kann man ja quasi sagen, wo Sie eben Lithografien herstellen. Warum ist das bei Ihnen hier so ein Thema, Lithografien herstellen? Also wir hatten die Chance, alte Maschinen, Sie sehen, das sind wirklich alte Maschinen, zu bekommen. Und wir wollten gern, dass das Künstlerhaus, hier war früher ein Teppichladen drin, dass das Künstlerhaus auch, wenn wir uns wieder beginnen, mit dem Wort Künstlerhaus zu beschäftigen, auch ein
Fenster hat, das das nach außen hin zeigt. Wo Sie selber auch Kunst dann herstellen, sozusagen. Genau. Das sind hier die Platten, die gebraucht werden. Das sind alte Steine, ja, die wir eben auch erwerben konnten, wirklich sehr günstig. Und das hat sich so ergeben, dass wir gesagt haben, dann schaffen wir doch hier eine kleine Werkstatt. Ja. Die Steine brauchen Sie, um dort die Lithografien drauf zu tun? Oder wie funktioniert das? Ja, ja, das wird vorher hier bearbeitet auf dem Stein. Erst wird es, das ist jetzt ein bisschen zugebaut, erst wird es gereinigt, damit also gar nichts mehr darauf ist. Dann wird es bemalt und mit unterschiedlichen Materialien behandelt. Und dann kommt es hier durch die Maschine. Und jedes Mal, wenn Sie eine Farbe dazu haben wollen, kommt die erneut drauf. Mhm. Das kann man nicht gleichzeitig machen. Und da haben Sie auch Stipendiaten, die Sie hier... Richtig, das, im Jahr sind es 4 bis 5 Stipendiaten, die bei uns sein können. Von wo kommen die so? Wirklich aus der Welt, kann man inzwischen sagen. Aha. Also wirklich aus allen Herren Ländern. Wir haben das im Internet ausgeschrieben. Aha. Und da kommen dicke Bündel von Bewerbungen. Das glaube ich. Und die sind also 2 Monate hier. Und das frühere Bürochen, wo wir eben reingekommen sind, das haben wir als Möglichkeit, dass sie dort schlafen können. Also ich sage immer, sie hausen hier, weil es ist für sie wunderbar, Tag und Nacht arbeiten zu können. Ja. Eine Lithografie, wenn sie daran arbeiten, da können sie nicht einfach aufhören, wenn sie eine Zeichnung machen. Aha. Sie müssen das einen bestimmten Vorgang erfüllen. Und wenn die einmal damit beschäftigt sind, wenn ich nachts hier rausgehe, ab 11, 1, 2, es brennt meistens noch Licht, weil die das so genießen, einfach dann arbeiten zu können, was wie fast jeder Künstler, der also dann lieber den Vormittag zum Schlafen nutzt. Und da haben wir natürlich auch wieder was ganz Typisches da hinten rechts. Erzählen Sie uns da ein bisschen was dazu, zu diesen Bildern hier. Ja, das sind Siebdrucke auf Stoff. Das ist also nun nicht die große... Das ist einfach zwar typischer Hundertwasser. Erinnert an sein Haus, was er da in Wien gebaut hat. Nicht? Richtig, ja, das taucht ja überall auf. Mhm. Das ist nach seiner Meinung ja die dritte Haut. Er vertritt ja die Meinung, dass der Mensch 5 Häute hat. Mhm. Die erste, das ist die wirkliche Haut, mit der er sich ja auch in den 60er Jahren nackt gezeigt hat, um darauf aufmerksam zu machen. Hat er auch damals, ist heute nicht mehr das Reizvollste, aber damals hat es wirklich... hat er gut ausgesehen. Das weiß ich gar nicht so genau, aber er hat damit eben Presse gemacht und das wollte er, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass man sich besinnen muss, dass man also die Erde bewahren und schätzen muss und dass wir da alles tun müssen. Das war 50, also er fing bereits in den 50er Jahren an, die These zu vertreten. Und da muss man wirklich sagen, er hat da... Einer der ersten umweltbewussten Menschen. Ja, wirklich. Ja. Gut, das ist jetzt sozusagen das Ende der Ausstellung hier. Nicht? Mhm. Ja, genau. Jetzt müssen wir noch mal ein paar von Ihren Prachtsälen sehen, wo sozusagen dann also immer noch die Münchner Gesellschaft feiert. Ja. Und aber auch andere, zu anderen Anlässen machen Sie da die Türen auf. Nicht? Ja. Wir sind gerade durch 3 vorher gegangen, die jetzt natürlich nicht mehr zu erkennen sind, obwohl wir alles so offen gelassen haben, dass man noch spürt, dass man in Gesellschaftsräumen ist. Mhm. Die verwendet man, oder die sind sehr häufig, wenn Sie jetzt von den Geselligkeiten reden, dann ist erst im Festsaal oben, sind die Vorträge oder was auch immer, oder das Konzert oder weiter. Und dann zum geselligen Treffen geht man runter, da kann man eben durch alle Räume die Türen öffnen und man kann sich dort begegnen. Wir fragen dann auch gleich mal, wie teuer das ist, wenn man sich hier einen Raum mietet. Ja, wir müssen uns den Raum angucken und dann wissen wir, wofür wir bezahlen. Ja. Frau Grassinger, erster Stock, Herzstück Ihres Hauses, wo wir jetzt reinkommen. Das ist der Fester, ja. Und ist insofern wirklich großartig. Also er hat so eine traumhafte Akustik. Ja. Dass alle Kammermusiker, die einmal hier waren, gerne hier weiter sein müssten. Aha. Bloß Kammermusik ist natürlich auch was. Wenn Sie sagen, ich soll mich spezialisieren, dann wäre das das Richtige hier. Mhm. Aber Kammermusik zu pflegen,
da bedarf es einen echten Mäzen. Ja, klar. Da gibt es natürlich nicht so viele, die dafür dann Geld ausgeben würden. Ne? Ja, da gibt es sicher einige, aber da gibt es große Institutionen in München, die das natürlich schon besser bewerben können als wir. Aber wenn man hier so reinkommt, dann hört man quasi hier die rauschenden Feste. Man kann sich das gut vorstellen, was hier so im letzten Jahrhundert abgegangen ist. Ja. Wirklich, haben sie wirklich rauschende Feste. Und wir trauen uns natürlich nicht, wir können das auch gar nicht mehr nachmachen, so rauschende Feste. Außer einem einzigen Fest im Jahr, das ist der Gauklerball. Den machen wir jetzt schon über 10 Jahre. Und da wird die Gaukler sind jedes Jahr woanders. Einmal in Petersburg, einmal in Alhambra oder auch mal ein abstrakter Begriff. Und da wird das ganze Haus dem Motto entsprechend von unseren eigenen Leuten bestückt, bemalt. Die Maler aus der Allotria helfen uns da. Und auch vom Verein Matthias Gampkofener, der ihm vorsteht. Also das wird total für eine, ganz verrückt, für eine Nacht in ein anderes Thema verwandelt. Wie viele Leute passen hier rein? Es kommt darauf an, welcher Art sie es bestohlen. Wenn sie Konzert haben, kriegen sie mit der Galerie 400 Personen maximal rein. Und wenn sie einen Stehempfang machen oder so wie beim Fasching, dann sind es 500, wenn sich das 500 mehr sollten sein. Einen irischen Empfang habe ich hier mal erlebt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ah ja, genau. Richtig. Der wurde hier gefeiert. Haben ihr Fest hier. Genau. Und dieses hier, das muss ich jetzt mal rausholen. Sie besuchen uns in einem ganz besonderen Moment. Spätestens nach 1,5 Jahren müssen wir unsere Lüster putzen und mit neuen Glühbirnen bestücken. Die bestehen aus diesen Elementen. Es muss jedes Element abgenommen werden, fast mittelalterlich. Lassen Sie es mit einem Eimer runter. Dann habe ich mich getraut, mal auszuprobieren, wie das ist, wenn wir es in die Spülmaschine tun. Hausfrau. Ja, genau. Das müssen sie hier in dem Haus sein. Ja. Und die haben das tatsächlich vertragen. Und das wird also raufgetragen. Da haben wir deshalb sind die so warm. Die kommen gerade aus der Spülmaschine. Sind die echt noch warm? Ja, Ja. Und dann muss das wieder raufgeleiert werden. Aha. Also die sind zu viert 3 Tage beschäftigt, um diese Lüster zu putzen. Und das ist immer schwierig, da 3 Tage zu finden. Deswegen nutzen wir da jetzt gerade die Zeit. Also jetzt überlege ich mir mal einen Stehempfang hier mit 200 Leuten. Was kostet mich das? Das kommt darauf an, wie lange Sie hier den Stehempfang machen möchten. Wir haben sogenannte Halbtagspreise, das sind ungefähr 8 Stunden oder der ganze Tag. Sie möchten einen halben Tag, also sprich von die Norm ist 17 bis 24 Uhr. Ja. Das sind rund 2000 Euro. Und da kriege ich erstmal den nackten Saal für? Da kriegen Sie der ist geheizt. Der ist natürlich bestens gepflegt. Ja. Hat Licht. Normales Licht, also keine Scheinwerfer, Batterien sind dann an. Mhm. All das, was die Technik dann extra ist, denn wenn Sie hier einen Stehempfang haben, wollen Sie keine großen Scheinwerfer haben. Mhm. Während wenn Sie irgendeine szenische Aufführung machen, dann brauchen Sie besondere Beleuchtung. Also Technik wird immer extra gerechnet. Und was auch nicht dabei ist, wenn Sie für ein Konzert Menschen haben wollen, die Eintrittskarten kontrollieren. Mhm. Also es ist einfach beheizt. Der Raum, so wie er jetzt sich darstellt. Und so bestuhlt, wie Sie ihn gern haben möchten. Aha. Sie können ihn mit diesen Stuhlreihen, wie Kinobestuhlung, wie man sagt, oder runden Tischen oder rechteckigen Tischen oder der parlamentarischen Bestuhlung, wo Sie schreiben können. Aha. Das so ist so gestellt, wie Sie das gern haben möchten. Wie viel Quadratmeter hat Ihr Haus? Der Teil 2000. Also, was meinen Sie mit der Teil? Weil die Gastronomie noch mal extra ist. Ach so. Sie für zuständig sind als Präsidentin? Oder sind Sie auch für die Gastronomie zuständig? Die müssen die Miete an Sie zahlen. Die müssen die Miete zahlen und als Mieter sind Sie natürlich schon für auch bestimmte Dinge schon verantwortlich. Ja, klar. Aber es scheint so zu sein, dass die Gastronomie, die da jetzt drin ist, mit ihren super riesen Megapizzen ziemlich erfolgreich ist. Ne? Sehr, sehr vom ersten Tag an. Es ist jetzt eine wunderbare Konstellation. Unten die Pizza Pasteria drin und im ersten Stock der Grill, der sich auf beste Grillfleischsorten spezialisiert hat.
und eben auch da guten Erfolg hat. Damit finanzieren Sie das, was Sie hier machen eigentlich, genau, oder? Ja. Und also die Vermietung, die wir machen. Die Vermietung, ja, die Sie hier machen. Ja. Sonst wäre das ja gar nicht. Aber das sind natürlich zwei gute Einnahmequellen, diese Restaurantbetriebe. Ja, genau. Das war nicht immer so. Und das ist aber in den letzten zwei Jahren, was auch für mich eine Riesenerleichterung ist. Und wir da ganz glücklich sind, dass das sich jetzt so positiv ergänzt hat. Ja. Wie viele Leute arbeiten für Sie hier in dem Haus? Wenn Sie auch die 450-Euro-Jobs mitnehmen, sind es, glaube ich, 24 im Moment. Ja. Weil wir ja 7 Tage in der Woche offen haben und die Feierlichkeiten bis 4 oder 5, wenn es eine Hochzeit ist. Also wir brauchen da doppelte Mannschaften. Wer inspiriert Sie jetzt für diese Ausstellung, die Sie hier machen? Also ich denke mal 100 Wasser, wie gesagt, das haben Sie ja gesagt, es war Ihr Kontakt, haben Sie den gekannt und der hat das hier netterweise hingestellt. Aber man muss sich ja dann auch austauschen, vielleicht auch mit jungen Leuten, die Anfang 20 sind, wenn Sie die hier überhaupt haben wollen. Die wollen wir natürlich hier haben und vielleicht können wir das jetzt auf dem Weg auch noch einen Blick da hinein werfen, denn seit einem Jahr habe ich Platz für ganz junge Leute mit einer Kunstpädagogin, die frühere Spieldose, das war ein kleines Marionettentheater, das wir eben für die Jugend jetzt geöffnet haben und umgebaut haben. Dann gehen wir da mal hin. Da gehen wir gerne hin, das zeige ich sehr, sehr gerne. Das ist für mich also auch noch eine wirkliche Erfüllung, dass sich das so ergeben hat. Ja, also das überrascht einen ja wirklich, wenn man hier reinkommt. So viel Jugend, so viel Kinder. Wie sind Sie drauf gekommen, das hier so zu machen, wie Sie es machen? Ja, weil ich eine wirklich begabte junge Frau oder eine Freundin von uns, von der ich wusste, dass sie sich nicht nur in ihrer Galerie in Schwabing schon so lange mit den Kindern beschäftigt, sondern das intensivst und großartig macht. Mhm. Und sie engagiert sich vor allen Dingen sehr sozial. Sie holt also geht in Schulen, holt Kinder, behindert und so weiter hin und holt sich da eben Sponsoren und macht das für diese Menschen umsonst. Welche Kinder können jetzt hier malen? Jetzt können nachmittags an bestimmten Tagen ist einfach offen und da kann jeder kommen, der kann. Jetzt zur Ausstellung haben wir sogenannte Workshops auch gemacht. Die Kinder gehen erst unten in die Ausstellung an bestimmte Dinge. Großartig, wie begeistert die sind, was die alles sehen. Da kommt man sich richtig ausgelaugt und dumm vor, was die in einem Bild entdecken. Das ist wirklich großartig und belebend. Und es ist überhaupt für uns, für das Künstlerhaus, insbesondere für mich, ein Wunschtraum, der da in Erfüllung geht, wirklich die Jugend ins Haus zu holen. Und da kann ich mir eigentlich gar keine bessere Lösung vorstellen, als das mit Kunst auch noch zu verbinden. Vielleicht ist das nur noch nicht bekannt genug, dass hier jeder kommen kann. Denn, nein, das ist auch ganz neu. Sie hat noch gar keine offizielle Eröffnung gemacht, weil sie hat das war ausgehöhlt, der Raum. Und sie ist, die Frau Elena Janka, die das macht, ist wirklich auch zu Sponsoren gelaufen. Sie hat eine Architektin und sonst, sie holt jemanden, der einen Boden umsonst macht, der ihr die Wände sponsert. Also ich habe ihr das Elektrische und die Mauerarbeiten, die Decke geliefert und alles andere. Also die kommt mit Sponsoren quasi hierher und sagt, ich mache dieses Projekt. Ja. Und hat so eine Überredungskunst, so eine Begeisterung, dass da ganz viele Menschen mitziehen. Sehr gut. Wo stellen Sie sich jetzt, wie stellen Sie sich das Künstlerhaus so in 5 Jahren vor? Haben Sie dann Ziel? Ja, dann sind die 5-Jährigen schon 10 und dann gehen die schon in die ersten Jugendkonzerte. Wir machen Lesungen mit Suchers, Leidenschaften, auch für Kinder jetzt ab Herbst. Also das ist eigentlich wirklich der Wunschtraum, den man haben kann, dass es da auch einen Aufbau gibt und dass eben auch, was uns wirklich noch fehlt, die jüngere Generation. Es wird besser, aber es reicht noch. Können Sie sich vorstellen, ein Hip-Hop-Konzert hier zu machen? Ach, das haben wir schon gemacht. Und wir hatten jetzt ein wunderbares Konzert mit dem jungen Hille-Sohn, dem Komponisten, der das eben sehr mit jungen Leuten gemacht hat. Und das war großartig. Also, es schwingt dann unser Festsaalboden und unten bewegen sich die Lüfter. Denn es gibt ja richtige Veranstalter auch, die sich gerade so in dem Segment für 20-, 30-Jährige auskennen. Ja. Also wir werden nie das, was dann dort, erstens mal kennt sich aus und zwar dann haben sie auch eben die, ich darf fast sagen, Massenveranstaltungen, das können wir natürlich nie in unserem Haus machen. Also wir müssen das dann schon ein bisschen reduzieren und auch bestimmte Dinge einspielen lassen. Also aber wenn jetzt einer eine gute Idee hätte, könnte der dann zu Ihnen kommen und Sie fragen,
ob ein solches Event, sage ich jetzt mal, hier stattfinden könnte. Ja, ja? Immer. Und ich habe schon Events gemacht, die wirklich gewagt waren, wo wir auch gesagt haben, das können wir dem Haus nicht nochmal antun. Zwar interessant, aber es ist halt, die Säulen können sie nicht wiederherstellen. Und es gibt da Dinge, die dann einfach kaputt sind. Es hängen zu viele wertvolle Bilder. Wenn da eine Gesellschaft nicht Rücksicht drauf nimmt, dann kann ich das nicht mehr verantworten. Aber das ist doch mal ein Angebot, dass grundsätzlich alles. Erstmal jeder herkommen kann, ihnen einen Vorschlag machen kann. Ja. Und dann muss man halt sehen, ob es realisiert werden kann. Nichts hier, oder? Schöner als das, wenn Menschen mit Ideen kommen. Maja Grassinger, danke, dass Sie uns hier einmal durchgeführt haben. Und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit Ihrem Künstlerhaus. Vielen, vielen Dank. Das kann das Künstlerhaus gut gebrauchen. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Viel Raum, Riesenpreisvorteil für kleine und große Familientouren. Der Ford Tourneo Courier und der Ford Tourneo Connect. Jetzt bei Ihrem Automobilforum Kundendreier. Just Drive.